Soll mir doch egal sein. So, wir rennen jetzt einfach mal gemütlich rüber zum Hafen, fahren zur Tukan-Insel. Die Mizi hat ja schon ihren Fisch bekommen. Allerdings haben unsere Pandas noch nichts bekommen. Und deswegen rennen wir mal zu denen rüber. So. Aus dem Weg, Vogel. Hallo, Selin. Oder Selina, um genau zu sein. Da oben ist Kathi. Nein, das ist gar nicht Kathi. Das war, mein Mann, irgendwer. So, und da ist der Trottel schon. Hallo, du Trottel. Fahr uns sofort rüber zur Tukan-Insel. Ich befehle es dir. Ich bin dein Meister. Natürlich das Schiff nehmen, sonst würde ich dir nicht hier dieses Ticket einfach vor die Nase halten. Das mache ich schließlich nicht einfach so aus Jux an der Freude. Nein, eigentlich liegt es ja nur daran, ich wollte dir mein Ticket zeigen nach dem Motto, hey, schau mal, was ich für ein schönes Ticket habe. Guck mal, das kriegst du aber nicht. Ungefähr nach diesem Motto, ja. So. Liegt hier was? Nein, hier liegt nichts. Liegt hier noch was? Ja, Bananen. Da ist eine Ananas. Und da liegen nochmal Bananen. Hallo? Okay, da liegt eine Ananas. Ich dachte, da sei eine Banane. Hm, da liegt da eben eine Ananas. So, hallo Panda. Wir dürfen wieder mit dem Panda um die Wette schreien. So, bitteschön. Da freut sich unser Panda. Und du bekommst Kräuter. Ist voll geil, dass der kleine Panda so geil nach den Kräutern ist. Das ist super. Dadurch ist es um einiges einfacher, den zu bekommen. Als Haustier. Das macht es relativ einfach, weil du jeden Tag solche Kräuter findest. Und du machst damit auch keine wirklichen Buße, weil so ein Kraut bringt nicht viel beim Verkaufen. Und auf die Tukan-Insel kannst eh fahren, weil dann kannst du hier wunderbar noch angeln. Schließlich gibt es hier ja gute Fische. Wenn du dann noch ein bisschen Glück hast, dann kommen noch ein paar Mahi-Mahi, ein paar Doraden etc. pp. Dann hast du noch eine gute Angel. Dann ist alles wunderbar. Oh, wenn man schon vom Teufel spricht, da haben wir schon was. Das könnte eine Dorade sein. Und da haben wir eine Dorade. So, ich möchte gerne mehr davon. Am besten kommen nur noch Doraden, das wäre mir nur recht. Oder einfach mal gar nichts. Ah, doch, hat noch was angebissen in letzter Sekunde. Nochmal eine Dorade oder was? Nein, ein Mantarochen. Aber der bringt ja auch ordentlich Kohle rein. Bum, bum. Mit wunderbarer Musik hier auf der Tukan-Insel. Ich liebe die Musik. Okay, aber ich glaube, diesmal will wirklich nichts anbeißen. Oder vielleicht doch noch? Nein. Da will nichts mehr anbeißen. Dann versuchen wir es mal erneut. Bam.
Ja, was beißt er jetzt Schönes an? Oh, wieder was Großes. Sehr schön. Oh, da haben wir was richtig Großes. Schön, wieder eine Dorade. Wunderbar, das gibt wieder Kohle, das gibt wieder Kohle. Und raus damit. Jawohl. Und schon wieder was Größeres, sehr schön. Jetzt habe ich aber gerade richtig Glück mit dem Angeln. Ja, so gefällt mir das. Jetzt habe ich gerade richtig Glück mit dem Angeln. Ein Oktopus, hey. Ist auch mal was. Bum, bum. Na? Und noch ein Oktopus, der gibt schließlich auch nicht wenig Geld. Ich glaube, der gibt immerhin... Keine Ahnung, was gibt ein Oktopus? 90 oder sowas, der gibt viel. Wenig gibt er nicht. Ja. Möchte noch etwas anbeißen, bitte. Meine Energie ist doch eh fast leer. Also kommt's. Und raus damit. Ja, was beißt da Schönes an? Na, diesmal nichts Großes. Ich glaube, ich habe noch genug Energie für eine Dorade. Aber ich würde mal sagen... Ich will ja nicht, dass mir irgendein Fisch abhaut oder ich will auch nicht zusammenbrechen. Langsam wird es von der Energie nämlich langsam echt ein bisschen kritisch. Ja, jetzt will einfach gar nichts mehr anbeißen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay, noch einen Oktopus, das reicht. So, das muss reichen. Mehr will ich jetzt gar nicht riskieren. Also gehen wir doch gemütlich wieder nach Hause. Na, lässt mich durch, bitte. Dankeschön. So, fahren wir nach Hause. Oh. Die Wolken ziehen ja auch ziemlich zu. Volles Gewitter wahrscheinlich. So, und zurück in Harmonika. Komm her, Muku. Ich brauch dich wieder. Also schnell nach Hause. Dann kann ich meine Biester langsam reinlassen. Aus dem Weg. Kann ich meine Biester langsam reinlassen. Und ich kann dann auch relativ bald schlafen. Ich war schließlich schon in der heißen Quelle. Dann können wir den heutigen Tag mal ein bisschen früher beenden. Als sonst. So. Schneller laufen. Und schneller laden. Schneller, Muku. Schneller. So, ich weiß es nicht. Wie sieht's denn aus? Habe ich noch Platz? Ja, habe ich. Dafür auch noch, sehr schön. Wunderbar. So, dann lasse ich mal meine Viecher rein. So, was kann denn alles verkauft werden? Du kannst verkauft werden, du... Ja, das dürfte wieder ein bisschen Geld machen.
So. Dann haben wir ja eigentlich schon alles. Für den heutigen Tag. Ja, ich habe nichts mehr dabei, was mir irgendwas bringen könnte. In die heiße Quelle kann ich auch nicht mehr gehen. Ich kann nicht mehr viel machen, weil meine Energie relativ im Arsch ist. Also, schau mal nach. Habe ich hier noch irgendwie, jetzt doch irgendwie Platz? Nein, habe ich nicht. Im Kühlschrank? Auch kein Platz. Es sei denn, jetzt habe ich im Kühlschrank Platz. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, es ist zwar noch relativ früh, aber geh mal ins Bett. Da darf der Typ sich auch mal wieder richtig ausschlafen. Spike, es ist geboren! Los, zum Stall! Hä? Na los, gib ihm einen Namen. Ja, wir nennen es liebevoll. Ich habe mir natürlich schon einen Namen überlegt. Wir nennen es liebevoll Coco. Ja, ich habe da irgendwie so einen Tick, dass ich meine ganzen Hühner immer Kiki, Coco, Keke, Kiki, Coco, weiß Gott was nennen. Ich habe da irgendwie so einen Tick. Herr Coco, wie ein schöner Name. Viel schöner als meiner. Jetzt ist Coco Teil unserer Familie. Oh Gott, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Tut mir leid, Finn. Geben wir unser Bestes beim Milchfest. Okay. Ja, wir haben ein bisschen Kohle. Der dritte Tag des Sommers. Und ja, für mich soll es jetzt eigentlich erst einmal gewesen sein. Für heute. So, speichern wir dann nochmal kurz. Wir sind weit gekommen. Ja, und ich würde mal sagen, beim nächsten Mal schauen wir uns da mal ein bisschen weiter um. Der Sommer steht vor der Tür. Besser gesagt, es ist ja schon Sommer. Und es steht sehr, sehr viel Geld an. Und sehr viel Arbeit steht uns noch bevor. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.